Chaos kostet Geld, merkt ihr das? Denn wenn du später mal in einem Studio sitzt und Compositor bist und ein Typ hinten in der Regie sitzt und sagt, ne, ich hätte gerne das kleine Stück anders und du 2 Minuten brauchst, dann wird der mächtig genervt sein. Und deswegen gebe ich dir in diesem Video ein paar Tipps mit, wie du deinen Note-Workflow in Fusion oder generell in Compositing-Software besser strukturieren kannst und damit schneller an dein Ziel kommst. Okay, kommen wir mal zum ersten Tipp und der ist kosmetischer Natur. Ich persönlich mag es, wenn meine Tools am Grid connected sind, also mit Rechtsklick Arrange Tools to Grid. Für den extra Flavor, wenn du keine geraden Linien ziehen willst, sondern eher eckige, kannst du auch die Pipes auf orthogonal stellen. Das gibt einen anderen Look, manche mögen es mehr, ich mag es überhaupt nicht. Entscheide das für dich. Okay, kommen wir zum nächsten Tipp und der ist: Bau dir Precoms. Wenn du Elemente hast, die du für mehrere Shots hast, dann bau dir Precoms, die einfach abgeschieden von deiner Komposition sind und verlinke sie dann in der richtigen Komposition mittels Wireless Link. Ich gehe später noch drauf ein, was der macht. Diese Precoms kannst du zum Beispiel mit einer Sticky Note umrahmen und somit von deiner eigentlichen Komposition abtrennen. Etwas, was dir in vielen Comps helfen wird, ist grundsätzlich für dich eine Reihenfolge festzulegen, in der die Bearbeitungen stattfinden und die auch für andere Elemente ähnlich ist und diese auch auf der ähnlichen Höhe zu balancieren. Denn nur so kannst du dann quasi wissen, okay, ich habe hier meine Blurs alle in einer Reihe und wenn du dann einen Blur anpassen musst für ein Element, dann kannst du das ganz easy dort tun, weil du weißt, wo es liegt. Und das ist übrigens auch einer der großen Vorteile von Node-Based Compositing im Vergleich zu After Effects, wo du Precomp after Precomp suchen musst und dann in die Effekte gehen musst, um dort einen Effekt zu finden, der das Ganze blurrt, ist einfach schneller. Deswegen hat sich Node-Based Compositing in sehr, sehr vielen Hollywood-Produktionen eingebürgert, egal ob das jetzt Flame oder Nuke ist. Mit einhergehen mit dieser festen Reihenfolge, die du hast, kannst du dir auch ein festes Layout erarbeiten. Ich persönlich liebe es, meine Notes von links nach rechts zu strukturieren und alles, was neu reingeht, dann von oben einzuführen. Er hat einführen gesagt. Schnauze da hinten! Noch ein kleiner Tipp, der allerdings eine große Wirkung macht, ist Farbgebung. Denn wenn du deinen Notes eigene Farben gibst und dir ein eigenes Farbschema erarbeitest, dann kannst du Dinge schneller finden. DaVinci Resolve bzw. Fusion kommt von Haus aus mit einem eigenen Farbschema. Zum Beispiel sind alle Blur Notes gelb oder alle Brightness, Contrast und Farbanpassungstool in einem satten Grün. Oder alle Transform Notes, also Resize, Transform und so weiter, sind in einem beigefarbenen Ton und Particles sind zum Beispiel Purple, also lila Farben. Und das kannst du nutzen, denn indem du rauszoomst aus deinem Comp, kannst du ganz einfach sehen, welche Farbe da eine Note hat. Und falls du zum Beispiel nach einem Blur suchst, kannst du einfach nach den gelben Notes suchen. Okay, das waren jetzt Ansichtssachen. Wie sieht es denn mit konkreten Tools aus? In Fusion selbst gibt es verschiedene Nodes, die dir helfen, deinen Node-Workflow zu strukturieren. Und mein Liebstes ist das Underlay. Das Underlay erstellt quasi eine Box um eine bestimmte Node-Gruppe, die offen ist. Und mit dem Underlay kannst du quasi alles hin und her ziehen und so weiter. Ähnlich wie die Gruppe, aber die Gruppe ist ja eine Unterkomposition an sich. Und ich würde nicht oft zu Gruppen raten, wenn es nicht irgendwie aufgrund eines Makros nötig ist. Ein weiteres Tool, was du nutzen kannst, ist die sogenannte Sticky Note. Die Sticky Note ist sowas wie dein Textfeld oder Kommentarfeld in Fusion. Und die Sticky Note, in die kannst du Dinge reinschreiben. Das hast du sicherlich in meinen Free Presets schon oft gesehen, dass ich irgendwo eine oder mehrere Sticky Notes hinklatsche und diese dann mit Text befülle in Deutsch und in Englisch, damit Leute auch lesen können, wie ich hier was gemacht habe. Also lad dir einfach mal ein paar Free Presets unten in der Beschreibung runter und schau sie dir an. Sticky Notes sind deine Freunde, vor allen Dingen dann, wenn du mit anderen Leuten zusammenarbeitest oder Modifier nutzt, die ja so aus dem Note-Tree nicht ersichtlich sind. Die Sticky Note kann übrigens auch super gut als visueller Block genutzt werden, um zum Beispiel eine Komposition von einer anderen zu trennen, die auf demselben Shot basiert. Stell dir vor, du hast 2 Personen, die dasselbe abbekommen sollen. Dann kannst du zum Beispiel den gesamten Comp für die eine Person basteln, diesen dann duplizieren, daneben setzen und einfach mit der Sticky Note einen Trennstrich in der Mitte setzen und somit weißt du ganz genau, welche Person wo ist. Und jetzt zu einem meiner Lieblingstools, der Wireless Link Note.
Du kennst es sicherlich, du arbeitest irgendwo und du ziehst eine Verbindung und die kreuzt sich und das willst du nicht, weil du möchtest ja dein Node-Tree klar lesbar haben. Und hier kommt die Wireless Node ins Spiel. Die Wireless Node, die kannst du einfach einfügen, umbenennen und da, wo das Textfeld ist, kannst du entweder die Node 1 für 1 eingeben, deren Input du haben möchtest, oder mit Rechtsklick Connect to und dann kommt die ganze Anzahl an Nodes, die du in deinem Node-Tree vorliegen hast. Und dann kannst du quasi diesen Input abgreifen. Das ist zum Beispiel super hilfreich, wenn du vorher Precoms angelegt hast, deren Inputs du abfangen möchtest. Und dann kannst du einfach den Precomp über die Wireless Node mergen. Die Wireless Node nimmt dir also alles das, was Router ziehen ist, ab, falls du über lange Strecken irgendwelche Router ziehst. Die Router erstellst du übrigens, indem du Alt oder Option drückst und dann auf eine Linie klickst. Und somit erhältst du eine weitere Abzweigung, falls du die nochmal für was anderes brauchst. Und falls du noch mehr wichtige Shortcuts für Fusion brauchst, dann schau dir doch mal das Video hier drüben an. Ich wünsche dir ganz viel Spaß in deiner Compositing Journey und ich hoffe, dass deine Node-Trees ordentlicher aussehen als mein Studioraum. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier.